Er wurde ursprünglich von George Lucas höchstpersönlich entwickelt, um den Anführer der Sturmtruppen darzustellen. Doch das Konzept gefiel George Lucas so gut, dass er ihm eine Rolle geben wollte, an die wir uns noch heute, 40 Jahre später, erinnern sollten. Boba Fett. Ein Mann, ein Name, eine mandalorianische Legende. Doch wartet mal, ist Boba Fett eigentlich ein echter Mandalorianer? Und wenn ja, was macht den gefürchtetsten Kopfgeldjäger zur Zeit des Imperiums so unglaublich besonders? Und damit auch hello there, liebe Freunde, und willkommen beim neuen Video auf Star Wars Buddy. Heute geht es um einen legendären Kopfgeldjäger. Und nein, ich meine ausnahmsweise mal nicht den Jaren, sondern um Boba Fett. Der hat in Chapter 14 einen legendären Auftritt hingelegt und wird uns noch die nächsten Folgen weiterhin begleiten. In der Originaltrilogie das erste Mal gesehen, mit wenig Screentime, aber sehr viel Eindruck, den er hinterlassen hat. In den Prequels wenigstens mit etwas Background-Story im Kanon versehen und vor allen Dingen dann in den legendären Büchern rund um den Kopfgeldjäger Boba Fett einiges an Hintergrundstory noch bekommen, die aber bis heute nicht ganz in den Kanon gepasst haben. Jetzt haben wir die Bestätigung und einige Aussagen, die sich im Kanon widersprochen haben mit dem, was wir damals in Legends gelernt haben, die wurden jetzt endlich in Einklang gebracht. Und in genau diese Lösung der Fragen schauen wir heute rein. Wenn euch so ein Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, als natürlich auch abonnieren. Leute, das tut euch nicht weh und mich freut es extrem und dann wollen wir weiter gucken, wohin es noch mit dem Kanal geht. Es wird mich auf jeden Fall freuen, euch öfters begrüßen zu dürfen. Wir starten aber jetzt direkt ins Video rein. Es geht um Boba Fett. The Mandalorian Season 2. Schon in der ersten Episode der zweiten Season konnten wir einen ersten Blick auf das werfen, was schon viele vermutet hatten. Boba Fett, einer der berüchtigsten Charaktere der Originaltrilogie, lebt und hat den Sarlacc überlebt. Und selbst ein Jahr zuvor, in einer Folge der ersten Season, war Boba Fetts klassischer Stiefelsound und sein Unterleib kurz im Abspann einer Episode zu sehen. Ein ganz kurzer Abriss, wer Boba Fett eigentlich ist. Geboren, oder eher geklont, von seinem Vater Jango auf Kamino, 32 Jahre vor der Schlacht von Yavin und damit zu Zeiten von The Mandalorian, 41 Jahre alt. Geschaffen als Entschädigung dafür, dass Jango den Klonsoldaten der Republik als Vorlage diente. Aufgewachsen als Weise, im kriminellen Umgang geschult und dem dauernden Versuch, Mace Windu niederzustrecken, um damit seinen Vater zu rächen, welcher bei der Schlacht von Geonosis durch Mace Hand starb. In jungen Jahren verdiente er sich schon seinen Namen als ausgezeichneter Kopfgeldjäger, welcher mit der Zeit immer besser wurde. Und wurde letzten Endes sogar von Darth Vader persönlich beauftragt, die Suche nach Luke Skywalker und seiner Truppe zu unterstützen. Wer mehr über diese Zeit erfahren möchte, dazu habe ich zu Boba Fett noch ein Video gemacht, das habe ich euch jetzt oben in der Infobox verlinkt. Klickt mal drauf, ist ziemlich interessant. Seine Fähigkeiten, welche wir nicht nur in zahlreichen Büchern aus dem Legends-Bereich nachschlagen können, sondern auch in Chapter 14 von The Mandalorian sehen dürfen, sprechen für sich. Wo Din Djarin mit einer starken Beskar-Rüstung glänzt, ist Boba Fetts Ausrüstung gemacht, um zu töten. Eine massive Bewaffnung von Kopf bis Fuß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Uns wird klar, Cobb Vanth, der die Rüstung noch in Chapter 9 besaß, hatte nicht einmal ansatzweise das Potenzial der Rüstung erkannt, welche er da in der Hand hatte. Und selbst ohne seine Ausrüstung ist er ein professionell ausgebildeter und überaus talentierter Kämpfer. Ich meine Leute, der Typ ist der direkte Klon von demjenigen, der für eine gesamte Armee als normaler Mensch Vorlage stand, mit Obi-Wan Schritt halten konnte und dann nur von Mace Windu höchstpersönlich, einem der besten Kämpfer der Galaxis, aus dem Spiel genommen werden konnte. Der Typ ist eine absolute Maschine. Doch ist dieser Mann überhaupt ein wahrer Mandalorianer oder einfach nur ein überaus talentierter Kopfgeldjäger, der seiner Profession durch seine Ausrüstung die gewisse Würze verleiht? In Legends war er das immer, doch im Kanon haben wir vor einiger Zeit Folgendes gehört. I recently encountered a man who wore Mandalorian armor. Jango Fett. Jango Fett was a common bounty hunter. How he acquired that armor is beyond me. Ein Söldner, der kein Mandalorianer ist? Der Mann, der die Geschichte der Mandalorianer eigentlich erst startete, Jon Favreau, Dave Filoni und der ausführende Produzent Robert Rodriguez in Chapter 14 helfen uns hier wieder einmal aus und beenden diese Diskussion ein für alle Male. Sieh dir das hier bitte mal an. Diese Rüstung ist seit 25 Jahren meinem ID-Code zugeordnet. Das ist mein Vater, Jango Fett. Dein Vater war ein Findelkind. Ja. Er kämpfte sogar in den mandalorianischen Bürgerkriegen. Dann gehört diese Rüstung dir. Damit ist klar,
Jango Fett war Kriegsveteran des Mandalorianischen Bürgerkrieges und damit ist auch der Mandalorianische Bürgerkrieg wieder offiziell Kanon. Damit definitiv ein Mandalorianer. Boba Fett ist sein direkter Nachfahre und damit aufgezogen von einem Mandalorianer. Boba Fett ist damit auch endlich im Kanon offiziell ein Mandalorianer. Und verdammt nochmal, um mir einmal meine persönliche Meinung einzustreuen, es ist auch richtig gut so. Oder? Was denkst du über die ganze Sache, Boba? Ich bin ein einfacher Mann, der seinen Weg in der Galaxis geht. Genau wie mein Vater vor mir. Und selbst damit macht er seinem Vater mehr als alle Ehre. Ich bin nur ein einfacher Mann, der versucht, seinen Weg im Universum zu gehen. Und jetzt meine Frage an euch da draußen. Wart ihr vor Chapter 14 schon Boba Fett Fans oder fandet ihr ihn relativ, ja, überbewertet, vielleicht sogar langweilig? Ich kenne einige Leute, denen es so ging, die jetzt aber nach Chapter 14 gesagt haben, Alter, das, was da gezeigt wurde, holy moly. Schreibt es mir gerne, eure Meinung natürlich, unten in die Kommentare. Außerdem abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und aktiviert die Glocke. Hier kommen täglich Star Wars Videos. Und mit täglich meine ich wirklich täglich. Gerne auch einen Daumen nach oben, um mir zu zeigen, genau diese Art von Video möchtet ihr öfters sehen. Guckt gerne hier vorbei, guckt gerne bei mir auf Social Media vorbei. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.